Gelb, mit vielen Zacken und liebevoll aufgehängt. Das sind die Sterne am Weihnachtsbaum in der Citykirche in Reutlingen. Das Besondere an ihnen? Auf jedem Einzelnen steht ein Wunsch. Engagierte Menschen wie Isolde Urban wollen diese Wünsche erfüllen. Und zwar für benachteiligte Familien, die sich sonst keine Weihnachtsgeschenke leisten können. Es ist sehr schlimm, dass ein Kind sich eine Kinderstrumpfhose und einen Anti-Rutschsocken zu Weihnachten wünscht. Kinder wünschen sich meist etwas zu spielen. Und da dachte ich, das muss eine sehr arme Familie sein, die es nicht fertig bringt, dem Kind so etwas zu kaufen. Die ersten Geschenke sind schon gekauft und liegen in der Citykirche bereit. Die Aktion Sternenfunkeln in Kinderaugen kommt bei den Menschen gut an. In diesem Jahr schmücken 1300 Sterne den Wunschbaum. Um den kümmert sich Pfarrerin Sabine Drehkoll. Für sie ist diese Aktion etwas ganz Besonderes. Es ist für jeden das passende Geschenk dabei. Einige sagen bei manchen, wie kann man sich denn ein Handy wünschen? Und dann kommt eine 16-Jährige und sagt, natürlich braucht ein 14-Jähriger ein Handy. Und das finde ich auch das Schöne. Jedes Kind kann sich sicher sein, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Denn wer einen Stern abgibt, der bekommt kurz vor Heiligabend auch ein Geschenk. Das ermöglichen Menschen wie Isolde Urban. Ich finde, dass das, was ich hier leiste für die einzelnen Kinder, direkt ankommt bei den Kindern und nicht in irgendwelchen Organisationen stecken bleibt für organisatorische Arbeiten. Die müssen auch gemacht werden. Aber hier habe ich das Gefühl, es kommt direkt beim Menschen an. Gerade deshalb hat sie sich entschieden, gleich 2 Sterne vom Wunschbaum mitzunehmen. Noch bis zum 14. Dezember kann jeder in Reutlingen Kinderaugen zum Funkeln bringen.